Also, da würde ich sagen, da muss ich mich an meine Frau halten, weil die liebt ja Gins ohne Ende. Und der Gin mit diesem schönen Limon- oder Zitronengrasgeschmack vom Willi, der ist wirklich ganz außerordentlich. Und der ist schon, was ich sagen würde, den kann man auch so ohne allem trinken. Der hat wirklich eine schöne Leichtigkeit und mit dieser Zitrone so eine erfrischende. So eine frischende Art des Gins, das man sonst auch nicht so kennt. Da gebe ich meiner Mama recht. Also für mich ist eigentlich wichtig beim Gin, dass ich den eigentlich so mal pur trinken kann. Also ist eigentlich für mich erstmal so vom Geschmack her, also mit dem Tonic da irgendwie was rumzumixen, ist eigentlich gar nicht so meins. Aber für mich ist eigentlich, wenn er schön mild ist, wenn er eine schöne Frucht hat, auch ein bisschen im Geschmack ein bisschen kernig ist, das mag ich eigentlich ganz gern. Und da ist ja eigentlich vom Herrn Marx schon sehr außergewöhnlich. Also ist wirklich bei den Top 5 bei mir mit dabei, also unbedingt.